Stricken ohne Garn und Nadel. Wir stricken unsere Realität. Opa, kann ich dich fragen, warum ich dich jeden Nachmittag auf dieser Bank, auf dem Platz sitzen sehe und du in Richtung Sonne lächelst? Der alte Mann senkte langsam den Kopf, hielt kurz inne, sah ihn mit großer Zärtlichkeit an und antwortete mit großem Frieden: Ich stricke. Der Junge lächelte. Wie strickt man ohne Wolle und Nadeln, Großvater? Ich stricke Realitäten, sagte der alte Mann. Es mag aussehen, als würde ich hier nichts tun. Aber indem ich ruhig bleibe, lasse ich mein Herz eine harmonische Umgebung schaffen. Ich segne auch alle, die an diesem Platz vorbeikommen, mit meinen Gedanken und Absichten, damit sie den besten Tag haben. So stricke ich. Ich grüße sie immer mit Liebe. Ich lächle sie offen an, und wenn ich sie traurig sehe, hebe ich meinen Stock und sage: Komm schon, das wird schon wieder. Ich bitte auch die Vögel, mir dabei zu helfen, ihnen Kraft durch ihren Gesang zu geben, weil ihre wunderbaren Klänge revitalisieren und heilen. Der Junge war absolut erstaunt. Er konnte nicht glauben, was er hörte. Bei dieser leuchtenden Aufgabe, der Erschaffung einer harmonischen Umgebung beizutragen, bin ich nicht alleine, bemerkte der Alte. Er breitete seine Arme aus und rief: Sieh dir die Schönheit an, die die Bäume ausstrahlen. Rieche den wundervollen Duft, den die Blumen mit uns teilen, ohne etwas dafür zu verlangen. Schau dir die unermüdliche Arbeit dieser Bienen an und sieh, wie frei die Hunde spielen. Fühle, wie der Wind dich streichelt. Die Existenz strickt auch auf ihre Art. In meinem Fall stricke ich gerne mit Lichtfäden. Deshalb öffne ich jeden Nachmittag mein Herz, damit die Sonnenstrahlen eintreten, mich streicheln und sich zusammen mit meinen reinsten Gefühlen auf den Boden verankern. Damit Mutter Erde spürt, wie sehr ich sie liebe. Schließlich betonte der alte Mann: Egal wie alt wir sind, wir alle können dazu beitragen, den Stoff einer bewussteren, sensibleren, solidarischen und menschlicheren Welt zu weben, indem wir unsere besten Absichten über die Grenzen hinausreißen lassen. Wir können auch viel Liebe ausstrahlen, damit sich Wunden schließen, Herzen öffnen und jeder sein maximales Potenzial erreicht, um die transformierende Kraft einfacher Dinge zu entdecken. Die Augen des Jungen begannen zu leuchten, und in diesem Moment flüsterte der Junge dankbar: Ich gehe nach Hause, Opa. Ich muss das alles meiner Mutter erzählen. Denn sie, die zu den Menschen gehört, die ich am meisten liebe auf dieser Welt, strickt immer noch mit Wolle und Nadel.